Was machen wir hier? Was machen wir hier? Wir sagen erstmal Hallo. Hallo. Howdy, Howdy. Zu Whisky und Film Episode 5 mit Wild Bull Heiko. Warum auch immer. Der mit den bunten Bildern tanzt vom Stamme der Comics Steffen. Und Calamity Andrea. Aha. Die Liebenswerte. Mit? Ah. Und Running Gag. Und Häuptling Sitting Tom. Ja. Ich hab hier, guck mal, Federn. Ja, genau. Ist das, das ist wahrscheinlich kulturelle Anwendung. Der mit dem Bär tanzt. Der mit dem Bär tanzt. Der mit dem Bart tanzt. Dem Bart. Heute tanzt? Heißen wir euch herzlich willkommen in der Reboots Bar in Stuttgart. Und praktischerweise unterhalten wir uns über einen Western. Yep. Und deswegen haben wir uns alle Western-Experten auf diesem Planeten versammelt. Heiko. Heiko. Ja. Bevor... Wir sitzen auch auf Sätteln. Ihr sattelt auf Sitz. Ja. Genau. Kommt das auch rüber? Ihr könnt es nicht so richtig sehen, aber, wir machen eine Großaufnahme davon, extra nur für euch, damit ihr seht. Mhm. Ich sitze auf einem Barhocker. Er sitzt auf einem Paarhocker. Ich Paarhocke jetzt. So, ihr Lieben, wir unterhalten uns über einen Film von 1988 mit einer Fortsetzung von 1990 und er heißt Young Guns. Sie fürchteten weder Tod noch Teufel. Deutscher Untertitel. Gab es im Englischen nicht. Mhm. Die Geschichte, die sehr locker an der Originalgeschichte von Billy the Kid herangelehnt ist. Sehr locker. Unglaublich locker. Das Prisma hat damals gesagt, Young Guns ist, ein geschickt kalkulierter Western aus der Zeit, als Western eigentlich toter als tot waren. Ja. Und das trifft's ganz gut. Ende der 80er, 90er. Ja. Ja. Ich finde es faszinierend, dass du deine Handschrift lesen kannst. Aber ich egal, auch. Mach weiter. Ich finde auch faszinierend, dass ich schreiben kann. Da es total sinnvoll wäre, Heiko nach dem Inhalt zu fragen, weil du ja der Western-Experte bist. Tun wir das nicht. Ja. Nee. Sondern den Western-Oberexperten Steffen. Ja. Erzähl doch mal was über Young Guns. Der Inhalt von Young Guns ist, wir haben da einen Daddy, gespielt von dem großartigen Terrence Stamp, der sich einige Jünglinge auf seine Farm holt. Er ist wiederum ein Rinderzüchter, einer der größeren in der Region. Und die Jungs sind gar nicht seine eigenen Jungs, sondern Straßenjungs, die er so aufgelesen hat, die Probleme haben, Problemkinder. Der Film beginnt damit, dass er einen weiteren in die Gruppe hineinholt, der sich dann später tatsächlich als irgendwann Billy the Kid herausstellt. Also er wird dann zu Billy the Kid. Der Ganze befindet sich im Krieg mit einem anderen großen Viehzüchter dort. Da gibt es auch einen historischen Hintergrund. Dieser Krieg hat wirklich so stattgefunden. Ein bisschen anders, als er im Film dargestellt wird. Und es passieren Dinge, die dazu führen, dass diese Jungs, also da gibt es keine weiteren auf der Farm, nur die Jungs, dass diese Jungs sich mit dem anderen großen Viehzüchter anlegen und plötzlich fallen ganz viele Menschen tot um, weil sie nicht vom Schlage gerührt, sondern von der Pistole getroffen wurden. Und am Ende, ja, ist alles irgendwie ganz dramatisch. Hm. Ja. Ja, du hast den großartigen Terrence Stamp erwähnt. Ja. Du hast aber den nicht minder großartigen Jack Palance nicht erwähnt. Ja, wir sind ja noch nicht durch. Warum? Ich wollte gerade sagen, es gibt ja da, es ist ein Schaulaufen von heute großartigen, berühmten und vor allem älteren Schauspielern, die damals noch sehr, sehr jung waren. Also Emilio Estevez war dabei, das ist der, der hinter Billy the Kid wird. Kiefer Sutherland, so jung, dass ich ihn kaum erkannt habe. Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen, welcher dann wiederum ja der Bruder von Emilio Estevez ist. Und Dermot McCroney und Casey Simasco, den kenne ich nicht, aber auch heute nicht mehr. Aber es ist auch völlig egal. Das sind nicht nur die, sondern es sind auch ganz viele alte Western-Recken dabei, eben Jack Palance. Und es ist wirklich richtig, das Who is Who heutiger Größen und damaliger Western-Größen versammelt. Kombiniert mit eben so jungen Stars. Genau. Du hast ja mit Sheen, Estevez und Sutherland auch drei von dem legendären Brad Pack aus den 80ern drin. Wo ja wirklich diese ganze Cast von Breakfast Club, St. Elmo's Fire und wie sie alle heißen, sich versammeln. Bevor wir aber weiter ins Detail gehen, hätte ich Durst. Ja. Wie ist es denn bei euch so? Du? Immer. Ich habe immer Wasser da. Das meinst ist gut. Du Wasser oder Wasser das sind super. Übrigens diese tollen oder was Dickeres? Handgemacht. Und handverlesen. Von der Grissi Künkele. Herzlichen Dank. Handgeblasen. Ich sage ja zu. Heusteigwasser. Heusteigviertelwasser. Ah, ja.
So. Super. Andrea, ja. Wir haben übrigens, wir haben sogar jetzt, guck mal, extra selbst, also nicht selbst, es ist aber der Wahnsinn. Mit eigenem Logo gravierte Gläser. Kann man nicht erkennen, ist auch egal. Wir trinken draus. Was trinken wir draus, Andrea? Das weiß ich nicht, wie wir schon anfangen. Oh, wie wär's denn mit dem? Bevor ich von dem Gaul fall. Soll ich ihn dir umdrehen? Nee, brauchst du nicht. Ich hab's jetzt gesehen. Also, wir fangen an mit einem High West Double Rye. Also mit Rye Whisky gemacht aus Roggen. Wer Englisch kann, der wird sich in dieser Beschreibung wiederfinden. Das ist eine flüssige Roggensemme. Ja, genau. Dann rocken wir halt. Vollkommen. Wir werden diesen Whisky rocken. Ich habe ein bisschen recherchiert und da ich meine Handschrift nicht lesen kann, habe ich es mir ausgedruckt. Also das Ganze kommt von einer Brennerei aus Utah. Wir sind also hier quasi mitten im nicht ganz so wilden Westen der heutigen Zeit, der mal der wilde Westen war. Glaube ich zumindest, Experten. Kommt das hin? Du, das ist ja gewandert. Das ist ja. Das ist also wie genau. Die Viecher. Ist es wilde Westen war früher mal ganz im Osten. Ja, und dann so die ganz. Sind alle in New York angekommen und sind. Genau. Mit dem Sonnenstand einfach. Genau. Also ich habe mich ein bisschen durch die Homepage von dieser Brennerei gewühlt und Fun Fact: Diese Brennerei ist die erste legale Brennerei in Utah seit 1870. Alles andere waren Schwachbrenner. Das ist aber richtig wilder Westenzeit, 1870. Genau. Mittendrin. Wurden gegründet, aber erst 2006. Von dem her, da gab es lang nichts legal gebranntes. Ach komm, das ist, hat klingt was, gut. Ich. Genau. Schön. Ja. In Utah. Cool. Genau. Leben am Limit. Die gute Utah. Genau, also die Flasche ist ein Blend aus zwei Ryes, nämlich einem aus einer klassischen Pot Still, das sind die mit dem Bauch unten, wo dann oben den Arm dran haben, und einer sogenannten Column Still, was einfach eine Säulenbrennblase ist. Genau. So mit diesen Kammern. Ja, genau. Gut. Genau. Ja, dann. Klopper mal. Ja, da steht noch mehr, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will trinken. Koscheiner. Genau. Ja, das können wir euch einblenden oder nicht. Ruhig, Brauner. Ganz ruhig. So, ich schenke nicht ein. Aber du machst auf. Aus Gründen. Ach, aus Gründen. Aha. Keiner ploppt so schön wie du. Komm zu mir. Einmal geploppt, nie mehr gestoppt. Ja. Ich möchte übrigens auch sagen, dass die Flasche hier wunderschön in das gesamte Ambiente hier passt. Ja. Blendet ja, der Tom bestimmt ein. Die Gerüchten zufolge soll das da drauf übrigens Billy the Kid sein, habe ich gehört. Im Ernst? Gut, das könnte jeder sein. Das ist jetzt Billy the Kid. Fun Fact, es hieß ja immer, Billy the Kid wäre Linkshänder gewesen, lag wohl aber dran, dass einfach schlicht und ergreifend damals die Abzüge alle spiegelverkehrt waren und er war nicht Linkshänder. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber fand ich witzig, als ich mir Sachen durchgelesen habe. Wenn ich jetzt was gespoilert habe, dann soll es halt so sein. Habe ich auch gelesen, ja. Moment. Nicht ganz ein Pistolenschuss, aber ein schönes Plöpp. Naja, Kleinkaliber halt. Dürfte ich dann. I save the best for last. Also dich. Wenn da noch was in der Flasche ist. Wahrscheinlich deshalb. Erstmal die Männerportion. Ich trinke letzten ja Schluck aus der Kleinen. Die Mädchenportion. Danke, ja, bitte. Danke, bitte. Aha. Die wichtigste Frage eigentlich ist, Steffen, magst du überhaupt Western? Weil du magst ja schon kein Whisky. Mach mir hier gerade was dir überhaupt nicht gefällt. In der Tat ist das so, ja. Also ich habe mit Whisky, ja, das ist bekannt mittlerweile, durchaus meine Probleme. Bin aber immer wieder bereit zu probieren und natürlich auch mich eines Besseren belehren zu lassen. Habe ja auch schon ein, zwei gefunden durch euch, bei denen ich mich nicht gleich entleiben möchte. Und bei Western ist es ungefähr ähnlich. Western finde ich ein ganz schwieriges Genre für mich, ist nämlich nicht, so gar nicht meins, macht mir wirklich keinen Spaß, aber ich schaue mir immer wieder Western an. Es gibt auch ein paar, die ich so tatsächlich ganz gut finde, vor allem so ein paar Klassiker mit John Wayne und so, da bin ich dann noch ganz gut dabei. Bei den Neo-Western, die ich so angeguckt habe, da war eigentlich fast keiner dabei, der mir gefallen hat. Und ist es mit diesen Bud Spencer Terence Hill Western? Und genau, und dann gibt es natürlich noch die Italo-Western, aber die spielen für mich auf einer anderen Karte. Ja, komplett andere Liga. Komplett das ist Comedy. Ja. So, jetzt aber, da das Western-Thema bei uns ja bekannt war, wenn du hinter die durch den Ring bei der Kamera guckst, siehst du das Kamerakind Sam. Und die hat dir was besorgt, damit du mit dem Western-Genre dich vielleicht ein bisschen anfreunden kannst. Alkohol? Cool. Handschellen? Nein, nicht. Sporen. Ja, jetzt bin ich aber mal. Oh! Ah! Pussybär. Ein Pussybärli mit Bogen und Pfeilen. Da bist du jetzt ein bisschen beschäftigt. Da bin ich jetzt, da werde ich mal das nächste Jahr dran lesen. Es wird aber erst nachher ausgepackt. Auf jeden Fall. Spielen ist jetzt nicht. Weil nein, aber verlegt könntest du mal. Ich möchte das mit den Pfeilen gerne probieren. Das ist. Mit Pussybär sind wir ja groß geworden. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt noch oder wieder gibt. Wusste ich auch nicht. Oder ist es eine alte Ausgabe? Nein, das ist relativ neu gewesen. Oh mein Gott, Fix und Foxy hat es nicht überlebt. Aber Pussybär schon. Und Felix auch nicht. Ja, vielen Dank. Wobei, das ist ja auch nicht.
So, gewollt. Ja. Nehmen wir mal ein Näschen, ne? Ja, die Nase habe ich schon genommen. Danke. Das Auge liegt schon, hängt schon drin. Die Gläser klingen zumindest gut. Das kann, gut. Man, kann man ihnen jetzt nicht abstreiten. Warum musst du da nicht deinen Hut tragen für sowas? Das ist nicht meiner. Der ist zur Deko hier. Das ist Deko-Hut. Aber ich habe gehört, der ist original aus Texas. Sieht so aus. Kann ja, kann schon sein. Cheers. Ja. Sagt ja nicht Slantje bei den da. Bei uns. Also die Nase wird ist, noch nicht überzeugt. Die Nase ist ein typischer Rye, finde ich. Also ich fand jetzt die Nase ganz gut. Ich fand aber auch den ersten Schluck überraschend gut, muss ich sagen. Oha, haben wir nicht mit Rye. Es ist eine schöne Süße drin. Also ich finde es ja immer ganz nett, wenn die Whiskys nicht so furztrocken im Abgang sind und auch wenn sie nicht so fürchterlich in die Zunge beißen. Und den hier finde ich jetzt tatsächlich durch die Süße sehr angenehm und ich finde, er ist jetzt nicht irgendwie langweilig, sondern hat tatsächlich so ein bisschen Schärfe drin. Wenn du mich gefragt hättest, bei einer Blindverkostung hätte ich wahrscheinlich vermutet, es ist ein Rum, ganz ehrlich. Aber ich finde, ich habe auch so ein bisschen Kräutergarten drin. Also ein bisschen Hustensaft. Ja, auch so ein bisschen Sherry natürlich. Also was hast du denn auch so rausgefunden über den Typen, genau, also was der so schmecken soll? Also, da müsste ich jetzt aufstehen und das Ding da holen, aber sie schreiben typische Rye würzig und ein wenig blumig. Ah, würzig. Ja. Also ich finde ihn lecker und was hier drauf steht ist noch Zimt, Nelken, Anis, Eukalyptus und ein paar Gin-like Flavors. Genau. Ja. Genau. Ja. Also so, Das ist halt ein Cowboy-Whisky. Genau. Sie haben auf der Homepage auch geschrieben, dass man neat, also so wie er ist, gut trinken kann, aber dass der auch hervorragend in so einem Old Fashioned oder sowas funktionieren würde und dass dem auch ein Eiswürfel nicht wehtun würde. Den kann sagen, man auch kann's von, bei ja, dem echt den machen. Kann man ja. Machen. Ja. Den kann man auch für einen sehr guten Kurs immer noch kriegen. Bei jedem lokalen Dealer, da musst du nicht online gehen. Ja. Hier in der Nähe, in Reutlingen zum Beispiel, beim Timo Gleichner, der hat mehrere Sorten von der Marke bei sich stehen, zu einem sehr guten Kurs, da machst du nichts falsch. Ja. 46%, das ist auch nichts, was weh tut. Einzige Problem ist, für die, die mehrere Flaschen haben, in der Regel mit IKEA-Regalen arbeiten, das passt nicht in den Kanal rein, außer oben drauf. Für mich ist das einzige Problem, dass es kein Scotch ist. Kein richtiger, rauchiger, erdiger Scotch. Ist eine andere Geschichte. Wir müssen demnächst mal eine Folge machen, nur für Heiko. Nächstes Mal machen wir was, bringen wir irgendwie der Highlander oder irgendwie sowas und dann müssen wir in eine andere Richtung nehmen. Aber bringst halt mit? Den Highlander. Ja. Also wir reden nicht über den Highlander das nächste Mal. Nein, nicht. Volcano, Backdraft, irgendwas, wo es um Rauch geht. So einen schmutzigen Rauch. Pompeji. Aber wir reden ja heute wir reden über Young Guns. Über Young Guns. Und Entschuldigung. Ihr hattet mich ja jetzt gerade schon so gefragt, Western Whisky ist wirklich eine große Parallelität. Und ich habe ja gesagt, ich schaue mir Western dann durchaus an, auch um zu lernen, was ich vielleicht nicht mag. Und an diesem Film mag ich so ziemlich alles nicht. Das ist die langweiligste Grütze in Sachen Western, die mir, glaube ich, in den letzten 10 Jahren irgendwie über den Bildschirm gehuscht ist. Sowas von einem unmotiviert erzählten, völlig an der Realität vorbeigehuschten und unglaublich beschissen in Szene gesetzten Western habe ich wirklich auf Ewigkeiten nicht gesehen und dazu kommt noch ein völlig unmotiviertes, untalentiertes, zumindest zu dieser Zeit noch, Cast, bei dem es wirklich nur die Ausnahmen gibt, die ich schon am Anfang genannt habe, inkludiert auch Emilio Estevez, der ja Billy the Kid spielt und ihn einfach nur als einen völlig verblödeten Idioten, der ständig vor sich hin lacht, die anderen in die Scheiße reitet und außerdem nicht einen einzigen Kampf fair gewonnen hat da drin. Sag uns, was du wirklich denkst. Großartig. Das ist, lasst es mich so sagen, meine Quintessenz aus diesem Film und ich hoffe, dass ihn sich niemand anschaut. Findest du wirklich, dass er verblödet darstellt oder findest du ihn nicht eher manipulativ dargestellt? Ich finde, dass der Billy the Kid aus dem Film von Anfang bis Ende manipulativ diese Regulator-Truppe auf seine Seite zieht, die gar keinen Bock drauf haben, eigentlich hinter ihm zu stehen, aber sich dann irgendwie trotzdem genötigt fühlen, ihn immer aus der Scheiße, die er sie mit Absicht reinreitet, rauszuzwecken. Er ist wirklich The Kid. Er ist, glaube ich, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, der Jüngste in der Truppe. Und der wickelt die anderen aber sowas von um den Finger mit wilden Worten. Das ist faszinierend. Also ich würde jetzt eine ganze Man hat ja bei Billy the Kid sämtliche Freiheiten, weil keiner weiß so richtig, wie der wirklich war. Über Billy the Kid ist ja sehr wenig bekannt. Und ob er wirklich irgendwelche
Man sagt zum Beispiel, er kann 9 Leute umgelegt haben, er kann aber auch 21 umgelegt haben. Es weiß keiner, man weiß nicht mehr genau, wann der Kerle geboren ist. Das wird ja auch im Film aufgegriffen, ja, wo er sagt, hier, wie viel haben wir denn jetzt? Ob er 20, jetzt, 25? Ich glaube tatsächlich, das heißt wirklich nur glauben, weil das weiß keiner. Ich glaube tatsächlich, dass er schon ein ziemlicher Trickser war und sich nicht so bescheuert war, sich auf irgendwelche ganz normale, faire Duelle eingelassen hat. Und es gibt ja auch leider, oder es gibt nur dieses eine Foto von ihm, das sieht er auch nicht gerade aus wie eine Intelligenzbestie. Und er ist ja auch nur 22 geworden, als er sich den da angeschlossen hat. Im Krieg war er ja, es war ja ein Teenager, kann man sagen. Ne? Also ich halte ihn schon so ein bisschen verblödet oder zumindest einen, sagen wir mal, der mit einer wie auch immer gearteten bipolaren Störung zu kämpfen hat. Weil, das kann schon sein. Also er hat auf jeden Fall manipulativ, weiß ich nicht so richtig. Im Film hatte ich eher das Gefühl, die anderen sind noch dümmer als er und folgen ihm einfach irgendwie so nach. Der Kollege, der von Charlie Sheen dann gespielt wurde, der eigentlich so die Vernunft da drin noch war, den hat man ja dann relativ früh rausgeknallt aus dem Ding, damit das Ding dann endgültig in die Hose geht. Und da muss man dann halt auch sagen, der ist auch so blass geblieben, dass mein Gott, der war dann halt irgendwann weg, hat auch keinen weiter gestört. Ich hätte mir tatsächlich da auch mehr Konflikt erwartet aus der Nummer. Ne? Es soll tatsächlich in der Gruppe eine geben haben, der so die Position hatte. Und das war dann wirklich wohl so ein bisschen Machtspiele zwischen den beiden. Und ich weiß nicht, ob der auf jeden Fall ging auseinander und dann folgten die mehr oder weniger Billy the Kid. Aber ja, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass ich mir den auf Deutsch angeschaut habe. Ich mag einfach diese klassischen Synchronstimmen aus dem Western überhaupt nicht. So rede doch keine Sau. Entschuldigung. Aber das ist wahrscheinlich so ein Thema mit Synchro. War das so die Werbesynchro? Ich habe die Deutsche nicht mehr im Kopf. Ja, aber das war doch so Kinderstimmchen. Ja, es war halt so bewusst, wenn du seine Stimme versuchst, nach hartem Mann klingen zu lassen. Und das funktioniert halt manchmal. Die eigentlich ganz okay. Okay, also das Einzige, was dir an dem Film gefallen hat, war die Synchro-Stimme. Ich würde nicht sagen, dass sie mir gefallen hat, aber sie hat den Film nicht schlimmer gemacht, meines Erachtens nach. Okay, nach deiner gradigen Bewertung. Das ist auch nicht schwer. Das kann man nur so sagen. Es ist ja nicht der einzige Billy the Kid-Film. Es gibt ja mehrere über Billy the Kid und ja, die auch brutal auseinanderdriften. Einmal wird er ja von Jeff Bridges gespielt. Ich glaube, er war sogar der jüngste Darsteller, der ihn überhaupt bisher gespielt hat. Die anderen waren, glaube ich, sogar alle älter. Ja. Und auch da weiß man ja nicht genau, ist er mit 22 überhaupt erschossen worden oder. Ja, auch genau. Das ist unklar. Das ist ja auch was, wo der Spoiler, das Ende vom zweiten Teil ein bisschen spielt, ob er wirklich erschossen wurde von Pat Garrett oder nicht. Da gibt es ja die Geschichte, dass bei dem Grabstein, wo er angeblich begraben wurde, dann hinterher drunter steht ein Freund und er hat Pat Garrett ja immer auch in dem Film als der Freund bezeichnet. Freund, genau, und da der Schuss, wenn man der Legende glauben darf, im Dunkeln, im Rücken erfolgt ist, kann das dann auch jeden getroffen haben und möglicherweise ist einfach durchgewitscht und war dann halt einfach ausgelöscht. Das heißt, das Gesetz hat ihn nicht mehr gesucht und Pat Garrett hat ihn quasi aus der Landschaft rausgenommen. Aber wir werden es niemals erfahren. Nee. Man wollte ja dieses Grab sogar mal öffnen. Und da haben sie sich ja vehement dagegen gewehrt. Also da könnte natürlich irgendjemand drin liegen, es kann aber auch gar niemand drin liegen. Und Jahre später hat sich ja einer, also Jahrzehnte später hat sich ja einer gemeldet, mit einem der Namen auch wie William Bonney tatsächlich, der hat ja auch verschiedene Namen gehabt, gemeldet und gesagt, er wär's und er wird immer noch leben. Aber so entstehen Legenden und Legenden leben länger. Das stimmt. Vor allem länger als dieser Film. Ich möchte vielleicht was zum Film sagen. Für mich ist es auch alles andere als ein Kultwestern. An Kultwestern denke ich erstens mal an 12 Uhr mittags Gary Cooper, dann Glorreiche 7 und Spiel mir das Lied vom Tod. Das wären für mich die Kultwestern. Das ist Neo-Western. Neo-Western würde ich Django nicht bezeichnen. Ja, es gibt noch. Es gibt natürlich Django, es gibt ganz natürlich, toll. Er mischt halt tatsächlich Der mit dem Wolf-Tanz ist doch viel neuer. Oder Open Range. Auch schlecht. Oder No Country for Old Men. Er mischt tatsächlich die Elemente. Das ist was ganz. Ja. Er mischt dann tatsächlich die Elemente dieser klassischen 80er-Filme eben mit dem Western. Ja. Um zu schauen, ob es funktioniert oder eben nicht funktioniert. Für den einen hat es funktioniert, für den anderen nicht. Offensichtlich. Sowas schon gar nicht.
Der ist auch nicht mehr gut fotografiert. Also da, wer immer da die Regie geführt hat, wer war das nochmal? Ich hab's vergessen. So schnell. Ich meine, das Ding, muss man auch sagen, hat verhältnismäßig 15 Millionen gekostet. Ja. Und 40 ist, Millionen eingespielt. Ja. Respekt. Haben beide tatsächlich, also auch der zweite. Aber was mir aufgefallen ist, ist dir aufgefallen, dass die Whisky ohne E geschrieben hat? Wenn sie zuerst die Regulatoren sind und die Wallace-Männer holen, dann geht er doch den einen auf das Klo und er schießt den auf dem Klo. Okay, so genau habe ich nicht an der Wand steht Whisky and Food, aber Whisky steht noch ohne E. Und in den USA, wie auch in Irland, wird ja eigentlich Whiskey mit E geschrieben. Ich habe dazu tatsächlich nichts finden können, warum dem so ist. Also ob das zur Zeit des das Wilden Westen noch so geschrieben wurde wie in Schottland, England oder... Ja, aber der Boss von der Hütte, der war ja auch Engländer. Vielleicht hat er das daran genagelt. Ich fand es nur witzig, dass genau die erste Konversation in diesem Film ging um Whisky. Da haben wir gedacht, der passt zu uns, der Film. Ich weiß nur nicht mehr genau, um was es ging. Ich glaube, wie man Whisky am besten trinkt oder irgendwie. So ging es drum. Da haben wir gedacht, ja, der Film passt dann doch ein bisschen zu uns. Was ich ganz nett fand, waren ein paar von den Musikstücken, die es gab, mittendrin hatten. Das war jetzt nicht so die klassische Westernmusik, aber ich finde, sie hat zu der Art von Film ganz gut gepasst. Ja, was ja früher Tarantino in Django Unchained auch gemacht hat, da hat er ja auch ganz wilde Sachen dazu reingepackt und alles geht. Hat auch Sonnenbrillen reingepackt. Das ist ja auch so ein bisschen so Freiheiten, die man hat. Reißverschlüsse. Ich habe mich tatsächlich gefragt, als sie pinkeln mussten und einen Reißverschluss aufgezogen haben, ob es das schon gab an Hosen. Der Reißverschluss? Ja. Ich glaube nämlich nicht. Eher nicht. Ich glaub, geht viel schneller kaputt, ist unpraktischer. Ich glaube, die haben Knöpfe gehabt. Also ich weiß, dass das Patent für den Reißverschluss ziemlich alt ist, dass es die tatsächlich schon ziemlich lang gibt. Ob es die aber so lang gibt und ob die vor allem auch in diese Bedarfsklamotten der Cowboys reingenäht wurden, kann ich mir so schwer vorstellen. Denn zum Beispiel heute gibt es auch Chaps mit Reißverschlüssen. Du hast früher keinen gesehen. Die haben alle das geknöpft. Ja. Und vor allem sah das natürlich auch schnieke aus, sieht man ja an dem Sattel. Die haben ja gern mit so Silbermünzen großen Knöpfen gearbeitet. Vor allem in Mexiko und Texas, weil das einfach schnieke aussah. Also ist dir übrigens aufgefallen hier dieses Kiefer Sutherland Fan T-Shirt? Du warst doch beim Zahnarzt gerade eben. Im Oberkiefer oder mit dem Unterkiefer? Mit beiden. Irgendwas noch übrig ist. Das war noch das Konzert kurz vor Corona. Genau, Lockdown. Da waren wir, da Kiefer Sutherland ja mittlerweile sehr, sehr gute Country-Musik macht und der auch schon ein paar Mal hier in Stuttgart gespielt hat, haben wir gedacht, was passt heute dazu? Ich habe kein Western-Shirt, da ziehen wir halt ein Musik-Shirt vom Kiefer an. Wobei es schon witzig ist, wenn mit Kiefer auf der Brust rumläuft. Das ist eigentlich anatomisch nicht wirklich wertvoll, aber egal. Unterkiefer, Oberkiefer, Brustkiefer, gibt's alles. Man kann auch an Bäume denken. Latschenkiefer. Latschenkiefer, ja, dann sind wir noch weiter unten. Dann sind wir aber wieder bei so einer Tasting Note für den Rye. Weil da waren ja Gewürze drin. Ein bisschen Latschenkiefer. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Film zurückkommen. Es gibt ja diverse Dinge, die mir daran nicht gefallen haben, also ungefähr alles. Aber dann gab es noch ein paar Sachen, die ich einfach noch schlechter fand, als ich sie mir vorstellen konnte. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, die eigentlich so die Schlüsselszene ist, wenn der Papa von der Ranch, ich kann mit dem seinen Namen nicht merken. Tanzdorf? Nein, der... Tanzdorf? Nein. Hund, Wallace, Katze, Maus? Wallace? War's? Wallace hieß er, doch? Der mit der, wo die asiatische... John Tunstall. Nein. Ja, also wenn der erschossen wird, was ja so quasi die Schlüsselszene ist für die Jungs, dass es losgeht, dann ist ja das ganz große Problem, das ist so eine pseudodramatische Szene, wo er dann von 30 Leuten, die ihn umringen, erschossen wird, während die Jungs ihm zuschauen, wo ich dann so gedacht habe, okay, ihr seid jetzt gerade hier durch die Prärie gefahren zu dieser einen Stelle, die Prärie, in der man alles sieht, bis auf Millionen Kilometer in der Ferne. Und plötzlich tauchen auf dem Nichts 30 Reiter auf und erschießen Big Daddy. Wo ich dann so denke, wo kommen die her? Wurden die von Star Trek runtergebeamt und haben sich da materialisiert? Also man hätte sie sehen müssen, man hätte sie hören müssen, man hätte sich vorbereiten können. Es wäre auf jeden Fall alles möglich gewesen, um genau diese Szene zu verhindern. Und da das die Schlüsselszene in dem Film ist, ist die noch mal schlechter als alles andere. Aber hat das nicht jeder Western so ein bisschen dieses... Ja. Ich meine, die sind alle in der Prärie mit einem kleinen Gaul und trotzdem finden sie sich plötzlich alle wieder. Aber alle schießen. So wie die Geschichte überliefert ist,
war das auch ganz anders. Das waren gar keine 30 Mann, das ist ganz anders passiert. Die haben ihn tatsächlich totgeschossen, klar. Aber das waren gar nicht so viele und es war nicht so dramatisch. Und auch wenn man an das Ende von dem Film denkt, wo ja auch nochmal einer erschossen wird, also das ist ja auch einfach, das ist ja nur schlecht. Ja, ja, insofern schlecht, weil es einfach dermaßen unnötig übertrieben ist. Ja, ist ja okay. Das habe ich auch nichts, also wir wollen ja nicht spoilern. Nichts aber dagegen. Ja, also ich glaube, den kann man nicht mehr spoilern. Also dafür ist er dann schon ein paar Jahre. Haben schon zu viele gesehen. Ja, ich weiß, haben so viele. Und wie gesagt, wenn wir genug spoilern, dass einer nicht guckt, finde ich, wir haben jemanden Lebenszeit gerettet. Das ist, kann man so, ich mag den. Ich mag den Film tatsächlich. Aber das ist so ein nostalgischer Der hat Punkt. Schon auch seine Fans. Ja. Und ich mochte auch den zweiten, auch wegen dem Soundtrack. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich mit dem Genre Probleme habe. Ist und es ist halt immer das Gleiche, gell? Ich meine, 88 hast du es anders gesehen als jetzt heute. Ja, wenn absolut, ich ihn heute zum komplett, ersten, wenn ich absolut. Ihn heute erste Mal sehe, und das ist bei so vielen Dingen der Fall, ja. Dann funktioniert es halt nicht mehr so. Aber 88, damals fand ich den ganz gut. Lass mal. Ich habe ja den jetzt relativ begeistert getrunken. Lass mal Wasser trinken und einen Schnitt machen. Genau, Schnitt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich habe ja den letzten Whisky jetzt relativ mit Begeisterung getrunken, weil er sehr rummig ist. Habe eigentlich so ein bisschen Angst vor dem nächsten, aber trotzdem wäre es mal wieder Zeit. Ne? Und ich setze meine ganze Hoffnung in den zweiten. Also Rye ist nicht deins? Nein. Zu süß? Ja. Okay. Gott sei Dank, das ist eine Geschmackssache. Darf ich dir diesen unfassbar schönen Yellow Rose Outlaw Bourbon Whisky reichen? Oh, danke für diesen wunderschönen Yellow Rose Outlaw Bourbon Whiskey mit Whiskey. EY übrigens. Was der dann mit der dem hat auch Film eine Medaille hat. Da. Der Steffen ist ja kürzlich in dem Podcast gefragt worden, wann er das erste Mal Bier getrunken hat. Und da muss ich sagen, Bier habe ich ganz spät getrunken. Aber in dem Alter habe ich schon Whisky getrunken. Und da habe ich... Ungefähr mit 10 oder 11 Jahren. Ja, und da habe ich dann sowas getrunken, sowas babsüßes. Also als Steffen 10 war, hattest du deinen ersten Whisky? Das kommt sogar hin, klar. Ja, natürlich. Ich versuche gerade zu rechnen. Ich bin ja ein paar Jahre älter. Ja, genau. Das passt. Das passt schon. Dann, ja. Also ich war vielleicht, wie alt würde ich gewesen sein? 13, sowas? Wir hatten halt amerikanische Freunde und die hatten natürlich nur so süße Sachen. In dem Alter hattest du schon Freunde? Ja, das war, ja. Inzwischen halt nicht mehr. Ich mache mich jetzt toller, als ich bin. Das waren in Wirklichkeit waren das die Freunde meiner Eltern. Ja. Also das waren nicht meine Freunde. Eltern sind auch deine Freunde. Ich habe es so getan. Also meine Eltern haben mir das versucht, so weißt du mal. Okay. Heiko, das sind auch deine Kinder, Freunde. Kinder, also, in die Gläser rein. Genau. Ich möchte erstmal anmerken, dass ich die Flasche wunderschön finde. Sowohl die Flaschenform als auch diesen Lederschischi hier unten und die Münze oben drauf. Jetzt gucken wir mal, ob der auch plöppt. So, als alter Marketingmann bin ich immer kritisch, wenn zu viel Geld in die Verpackung gesteckt wird. Ich finde es geil. Jetzt machen wir mal geschwind. Und dem her. Ja, plöppen. Ja. Plöppen tut es trotzdem. Ja, trotzdem Schnickschnack. Schenk mal ein. So. Na, irgendwann machen sie noch einen Sattel dran. Man oder riecht den Leder, wenn man von da oben riecht. Oh, Moment. Ja. Muss man ja auch. Ich habe schon ausgeschwunken. Ich erzähle euch dann so lange mal was zu dem Stoff. Das ist eine schöne Farbe. Ja. Die Farbe ist schön. Er nennt sich mit Sicherheit Couleur drin. Er nennt sich Yellow Rose Outlaw Bourbon, wie wir schon festgestellt haben. Und auch hier haben wir wieder einen First. Das ist Houston's First Legal Whisky Distillery. Houston, die hatten ein Problem. Genau. Der Name basiert auf einer lokalen Mythengestalt, nämlich der Yellow Rose of Texas. Da gibt es auch ein Lied, das man vielleicht kennt, die mit Mut und List einem gewissen Sam Houston dabei geholfen hat, dass er den Unabhängigkeitskrieg von Texas, damit die Texas von Mexiko wegkriegen, quasi gewinnt. Und wenn sie verlieren, war es ihnen einfach dann egal. Genau. Die Brennerei wurde 2010 gegründet, die ersten Flaschen kamen 2012 auf den Markt. Ja. Ach komm. Das Witzige ist, das Zeug ist gar nicht mal so alt. Der reift tatsächlich nur 5 bis 6 Monate, aber die haben einen Angel Share von 15% ungefähr, weil die so extreme Temperaturschwankungen haben, während das Zeug da liegt. Also auf jeden Fall finde ich, im Vergleich zum anderen riecht der deutlich sprittiger. Ja. Und wollte mal raten, aus was der gemacht ist, falls ihr es noch nicht wisst. Korn. Richtig, wir haben hier einen Whisky aus 100% Yellow Corn. Also Mais. Aber wenn ich traurig bin, das ist ja die Basis jedes Bourbon. Und wenn ich dann noch traurig bin, Teil davon, ja. Also, aber das ist tatsächlich 100% doch. Ist dann doch nicht so. Aber doch. Ja, Gesundheit. So. Auf euch. Auf euch. Wohlbekommen. War nur der Zettel. Du musst das so vielleicht mal elegant nach hinten. Wobei, dann schießt du... Ich und elegant. Habt ihr diesen Hintergrund?
Du mit den Walter Wanted Bildern, ich finde den großartig. Ich dachte, es könnte schlimmer kommen. Bäh. Ihr habt mich überzeugt, es kann immer schlimmer kommen. Der ist einfach, das ist Sprit. Ja. Der hat auch keine Zeit gehabt zum Reifen. Nee. Das merkt man auch, da hat sich nicht viel entfalten, entwickeln können. Der ist einfach nur garstig scharf. Kannst du gut Türen damit abbalzen. Wisst ihr was? Kloreiniger. Du findest ihn klasse. Ist süß, ich gebe euch recht. Der ist was für Cola und Mischgetränke. Ja. Tatsächlich. Ja. Da reitet man meilenweit. Ja. Hast du eine Cola mit in deiner Satteltasche? Ja, aber die hat jetzt ungefähr 45 Grad. Also meine Meinung zu diesem Whisky deckt sich in etwa mit Steffens Meinung zu dem Film. Und was ich vermutet habe durch das Schnickschnack drumherum. Zu viel Schnickschnack drumherum. Ja. Ich finde das Schnickschnack geil. Schnickschnack ist das Beste daran. Ich glaube, den kaufen die Leute nur wegen Schnickschnack. Stellen sie es dann ins Regal. Es ist halt, na, irgendjemand muss ihn ja mögen, weil er hat bei der World Spirits Competition in San Francisco Double Gold geholt. Aber da ist es ja auch so, die haben ja ganz viele Kategorien und das war die Kategorie Türbeize. Oder die Kategorie Hab ein schönes Ding um Flaschenhals. Ja. Ich würde mir auch nicht ganz trauen, weil das Ding auf Papier gedruckt ist, diese komische Medaille. Ja, ja. Von dem her glaube ich dem nicht ganz. Also, aber ich hatte tatsächlich schon viel Besseres. Ja. Nimm das einfach mal so. 2020 hat er in der Ultimate Spirit Challenge 93 Punkte geholt. Da steht natürlich nicht viel von wie viel. Eben, ja, der war wahrscheinlich der Einzige. Also das ist für mich so ein typischer Abendabschluss-Whisky, wenn man sich ausreden will, dass man noch mehr probieren will. Also da gibt es Besseres. Ja. Gibt es Schlechteres? Ich möchte an den Ballantines vom letzten Mal erinnern, aber... Das sind Dinge, die man gar nicht mit dem Mund nehmen darf. Die das Flasche war ja auch kein Whisky. Regal. Ja klar, der fehlt auch nichts. Guck mal, nachher nochmal einen von dem trinken zum Runterspülen. Ja. Ne? Na, wir haben ja noch... Nee, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Wir haben zwei pro Sendung. Ich weiß nicht, ob wir das im Kopf Wir hatten beim ersten Mal drei. Das sagt einem doch, wie wertvoll einfach pures Wasser ist. Und wenn es aus der Spüle kommt, egal. Auf euch, aus den wunderschönen Tassen. Sauber, klar. Ein bisschen nach Pipi, aber ansonsten... Sogar das ist besser als... Vielleicht mag ich ja einfach nur keinen Maiswhisky. Eieieiei. Können wir zurück zum Film kommen? Wo bitte? Gerade Pippi und schlecht und Film. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe gestern gelernt von einem Cameo-Auftritt in diesem Film. Die Überleitung. Du meinst dem von dem Scientologen? Der ja alles macht. Ja. Alles, was unmöglich ist, macht er, fliegt Flugzeuge und überhaupt und lässt sich auch erschießen in Young Guns. Ja. Anscheinend war er einer von diesen Williams. Mit Gart und genau. Und gut. Okay. Der gute Tom Cruise. Ja. Was mich, und jetzt kommt die krasseste Überleitung, du hattest einen Fun-Fact über diesen Film rausgefunden. Mit wie ist dein Spitzname? Schäfchen? Schaf? Ach so. Erzähl doch mal von deiner Schafsgeschichte. Das ist eine Schafsinfo. Genau. Also mein Spitzname ist bekannterweise Schaf. Und es wurde wohl an diesem Set ein Streich getrieben. Ich habe es rausgefunden, habe es sofort wieder vergessen, weil sowas macht mir ist Tierquälerei. Dass wohl ein Schauspieler dem anderen ein geschminktes Schaf in seinen Trailer gesteckt hat. Wegen Liebeskummer. Wegen Liebeskummer. Warum auch immer, zur Aufheiterung. In Strapse oder nur so nur geschminkt, ein bisschen Lippenstift oder? Na, mit Strapse kann man es ja vielleicht rasiert haben. Ich mache jetzt keine Witze zum Schafrasieren. Nein. Waren die Strapse nur hinten oder vorne? Ich habe kein Foto davon gesehen, ich habe es nur gelesen tatsächlich. Das sind Geschichten. Ich möchte hier raus. Ach, weißt du, das ist gleich wie mit der Flasche. Man ja, komm, ich man überlegt sich irgendwelche Gimmicks um so eine Geschichte. Schaf-Info. Das kannst du lesen. Ja, kann ich. Ich habe gar keine Schafe in dem Film. Sie sind eigentlich durch. Aber vielleicht, als wir in Mexiko dann waren. Hast du eigentlich Kühe gesehen, außer der einen Toten? Für das, dass das so Großbauern waren? Ja, das Schwein am Anfang, das habe ich sehr gefeiert. Pferde auch nicht. Nee. Ja, also das Schwein am Anfang, wo es sich über den... Aber das hätte alles Geld gekostet, glaube ich. Ich finde es aber faszinierend, dass in diesem Film tatsächlich Waffen nachgeladen werden, was in den alten Western nicht immer so ist, aber dass keiner zeigt, wo die ganze Munition herkommen soll. So wie wir die durch die Gegend ballern müssen, die haben mindestens 20 Kilo Patronen pro Nase. Die kommen aus demselben temporären Riss, wo auch die ganzen Pfeile und Bogen von den Robin Hood-Filmen und so herkommen. Ah, nee, aber die kann man ja wieder einsammeln und nochmal verwenden. Hast du jemals jemanden einsammeln sehen? Little John macht das. Nach Drehschluss. Ja, wahrscheinlich machen die das da auch.
Da ist einer nach Drehschuss und sammelt die ganzen Hülsen und sagt, hier, ein bisschen Pulver noch rein und es geht noch. Eine andere Kritik, die ich an dem Film habe, ist dieses völlig angeflanschte, völlig in Sinn und Verstand, wo kommt die Liebesgeschichte her? Warum heiratet der auf einmal? Ich verstehe es nicht. Das kommt für mich so aus heiterem Himmel auf einmal, zack, verliebt, heiraten. Ich meine, damit man noch jung, trauriger ist, wenn er stirbt, hat zwar nicht geklappt, aber damit man so denkt, so. Achso, nee, traurig war man nicht, aber sterben hatte ich geklappt. Aber die kam genauso abstrakt schnell, wie als er in dem Saloon ist und der Typ ihn fangen will und sagt, ja, man erkennt ihn an diesen traurigen Balladen. Ja. Die traurigen Balladen waren auch plötzlich da. Das heißt, der hat davor nicht einmal gepfiffen. Ich meine, diese andere Liebesgeschichte zwischen Doc und der, wie auch immer sie hieß, die war ja genauso an den Haaren herbeigezogen und völlig sinnlos. Und die gab es auch nicht. Also den Charakter gab es ja in Wirklichkeit, aber er war nicht. Ja, also von daher, da wurden noch so ein paar Sachen reingeschrieben, wo man vielleicht gedacht hat, vielleicht können wir so und die noch ein bisschen menschlicher machen, weil ansonsten machen die ja keine Entwicklung durch, haben auch keine Chance, großartig eine Entwicklung durchzumachen. Ja. Also versuchen wir da noch so Ebenen reinzubringen und genau auch wenn der Kollege, der den Chavez gespielt hat, der ja halb Indianer, halb Mexikaner sein soll, dass der dann plötzlich da zu seinem Indianerstamm geht, wenn sie alle auf Peyote sind und sie deswegen nicht skalpiert werden und du sitzt davor und denkst so, what the fuck? Genau, also die Drogenszene war tatsächlich so. Okay. Ja. Wird auch immer gerne in der Hast du mal bei der Drogenszene die Gesichtsausdrücke gesehen, als sie das getrunken haben? Das hatte Ähnlichkeiten mit unseren Gesichtsausdrücken nach dem auch Yellow Rose. Auch auf dem Rose. Shirt da, Billy. Ich probiere es nochmal aus. Ja. Probier es nochmal. Tja. So war das mit Young Guns. Ja. Was liegt die ganze Zeit, was ich komplett unabhängig vom Film, wo kommt denn deine Western-Leidenschaft her, Heiko? Nicht von diesem Film. Du, die hatte ich sehr früh. Also ich glaube, das habe ich aber auch so ein bisschen mitgenommen von meinem Vater. Der war auch schon so ein bisschen Western-Fan und der war so Waffen-Fan. Also darf man heute nicht mehr sagen, darf man heute auch nicht mehr haben. Aber wir hatten relativ viele Waffen damals daheim. Und ich durfte schon zu dem Zeitpunkt, das sollte man auch nicht erzählen, aber als ich schon Whisky getrunken habe, durfte ich auch schon auf dem Schießstand. Wir hatten eine Doppelgarage, die war eben zweimal so lang, 15 Meter war die ungefähr lang. Und da durfte ich dann schon Pistole aus der Hüfte schießen und so die Geschichten. Und ich war ja damals, meine ersten Spielsachen, ich habe natürlich auch Autos und alles bekommen, aber es waren immer Cowboys und Indianer. Das waren damals zuerst diese Timbo-Figuren, Timpo. Und später wurde es dann diese Big Jim-Figuren, das war es eigentlich Actionfiguren waren. Und die waren eher so Freizeithelden, aber bei mir wurden das natürlich Cowboys. Und am Anfang gab es noch nicht mal Pferde für meine Cowboys. Dann ritten die auf irgendwelchen Steifbären oder Steifdackel. Dackel war super, hat einen langen Rücken gehabt, da konnten vier Big Jim hintereinander sitzen. Da war ich, also Hauptsache die sind geritten und ich habe dann aus irgendwelchen Sachen, da gab es auch noch gar die Big Jim hat dann später so die ganzen Genres gebracht. Zuerst waren es die Freizeitjungs, dann kam Wilder Westen, dann kam Piraten, dann kam Detektive und dann kam Weltraum und Agenten und so Sachen. Und ich bin eigentlich ausgestiegen bei Big Jim, als es mit Wilder Westen losging. Also ich habe noch ziemlich improvisiert und seitdem immer. Und dann wurde ich ja dann auch Reiter, erst englisch klassisch, was es ja nichts, weil es nichts anderes gab. Und dann irgendwann, als es dann Westernreiten gab, bin ich auf Westernreiten. Also heute habe ich keine Waffen mehr daheim, ich schieße auch nicht mehr, aber... Big Jim hat er noch zu Hause. Big Jim habe ich 500, 600 und die sind alle in Szenerien, im Saloon, am Galgen, je nachdem. Also ich habe die Häuser selber gebaut, ich habe die Figuren umgemodelt und war auch schon auf die Presse mal bei mir und hat dann das Unglaubliche versucht zu erfragen und zu fotografieren. Ich hab ein Foto gesehen, wie aus einem kleinen Spock du irgendeinen Western-Charakter gemacht hast. Ja, da ist noch ein bisschen mit spitzen Spock Ohren. Geht ja noch, aber selbst aus Silver Surfer wurde halt dann ein silberner Fuel Brenner. Der goldene Reiter und der silberne Reiter. Wie haben sich Western in deiner Kindheit, Jugend bis heute? Also typisch damals, Cowboy und Indianer spielen bei Oma im Garten war ganz normal. Wenn man sich gegenseitig mit irgendwelchen Wäscheleien noch an Bäume gebunden hat, das passiert. Das war damals noch normal. Aber ansonsten. Darfst du so heute auch nicht mehr machen, das wie mit dem Schießstand und dem. Nee, heutzutage wäre das Bondage und gehört ins Schlafzimmer. Ja. Nein, Spaß. Aber es ist halt einfach so, damals war das alles noch eine komplett andere Nummer als heute.
ich weiß tatsächlich nicht, ob es für die Kinder an Fasching, Karneval, Fasnet, wie auch immer man es heute nennen mag, noch politisch korrekt wäre, als Cowboy und vor allem als Indianer dann zu gehen. Naja gut, die machen Piraten, sind sie gern. Kann man sich auch fragen, ist das politisch korrekt? Piraten, kann man das noch bringen? Ja, ich denke schon. Aber nur in Reifenwasser. Da ist keine Ethnie dahinter. Aber Pirat, der Pirat hatte halt früher im Fasching nur den blöden Säbel und als Cowboy konnte halt rumknallen. Und damals, das wisst ihr bestimmt alle noch, den Geruch von den Käpsel-Pistolen. Ja. Oh, ja. Also gab es ja einmal diese Ringe mit den 12 Dingern drin. Und die, wo man mit dem Hammer draufschlagen konnte, die Papierpflanze. Ja, und wie das gerochen hat. Geil. Wobei man einfach so am schon so Piratenpistolen, die waren auch cool. Ja, die gab es dann auch so. Gibt es die noch? Die gibt es, glaube ich. Das gibt es. Ich weiß es nicht. Früher konntest du auch mit Kügelchen schießen. Ja. Oder diese Stöpselpistolen, wo diese Dinge mit dem Gummisauger vorne dran. Und dann habe ich, glaube ich, noch zu Hause. Und dann hat man natürlich die amerikanischen Freunde, das hat auch dazu beigetragen. Ist hier in der Region ja durch die Barracks-Umgebung. Und in der Nachbarschaft waren viele Amerikaner und wir sind auch öfter mal, wenn da irgendwelche so Sommerfeste waren, deutsch-amerikanische Freundschaft, dann ist man da auch hin, hat Burger gegessen, hat das Eis gegessen und ja, man war der Sache eigentlich relativ nah und offen. So, aber jetzt mal, da wir ja tatsächlich, glaube so den Film jetzt alle nicht als den besten aller Western bezeichnen würden, von dir als Western-Profi, 3 Western, die man auf jeden Fall gesehen hatte, dass unsere Zuschauer hier noch mit dem Bildungsauftrag von uns rausgehen. Die Western für dich. Missing? Mhm. Sag, kennt ihr den? Nein. Tatsächlich. Dann der Todeszug nach Yuma. Mhm. Oh, das ist gut. Und ich würde auch noch, obwohl ich Kevin Costner nicht so mag, aber Open Range fand ich auch gut. Oh, okay. Das wären die 3 jetzt. Spontan, wenn ich länger überlege, aber spontan würde ich die 3 sagen. Bei dir? Also ich fand tatsächlich zuletzt Django enorm gut. Django Chain. Okay, Django den hätte ich mir natürlich auch jetzt erwähnen müssen. Also klassischen Western. Ganz großartig. Dann habe ich neulich erst diesen Western gesehen, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Scheiße. Handlung, ganz kurz, vielleicht kommen wir drauf. Alter Cowboy findet junges Mädchen und nimmt sie mit auf die Westernreise, die wird dann quasi so mehr und mehr immer tougher. Reich mal nach, wenn es dir einfällt. Ja, genau. Den fand ich sehr gut gemacht. Und ansonsten... Ist es nicht im True Grit? True Grit heißt ja. Ja, genau. True Grit. Ach, ist aber auch ein komplizierter Titel. Ja, gab es zwei, den neuen und alten. Ja, da hieß er, glaube ich, nur der Matte. Beide True Grit. Ja, also ich meine den neuen. Mit Jeff Bridges. Jeff Bridges, genau. Und dann natürlich tatsächlich noch so ein Klassiker High Noon oder sowas, was ich echt sagen muss, das hat mich damals begeistert, vor allem von der Art und Weise, wie das fotografiert wurde, wo richtig viel Atmosphäre geschaffen wurde, was mir jetzt halt zum Beispiel bei den Young Guns komplett gefehlt hat. Da ist vielleicht jetzt die Handlung auch nicht so super spannend und da ist natürlich viel auch Stereotypes drin, aber das war halt sensationell umgesetzt. Bei dir? Bei mir. Da gibt es natürlich die Western, wo einer... quasi in der Liege an einem Pferd hinterhergezogen wird und nebenher eine Dose Bohnen frisst. Also alles okay. Wo irgendwann der nächste dritte Teil kommt. Oh nein! Da sind wir bei den Spaghetti-Western, finde ich großartig, aber die habe ich jetzt nicht reingenommen. Und er war Unifarben angezogen, egal was er hatte, alles der gleiche Farbton, genau, dass er vom Sand nicht abgehoben hat. Gruß an Terrence und Bud und die natürlich. Und hey, Entschuldigung, von irgendjemandem muss das Niveau gesenkt werden. Hi, Schuh des Manitou. Entschuldigung. Okay. Das sind ja Komödien. Ich möchte einen Raum werfen für eine Handvoll Dollar. Du möchtest den Dollar in den Raum werfen. Ja. Spiel mir das Lied vom Tod, wo ich immer noch fasziniert finde, was dieses unfassbar kurze Drehbuch, ich glaube es hat 12 Seiten oder so, geschrieben von Dario Argento, den man eher aus dem Horrorgenre kennt. Mhm. Und The Wild Bunch. Ich finde The Wild Bunch ist auch gut. Ein Western, den man Jesse unbedingt James, sehen muss. Jesse James Gang. Ist der beste Verfilmung. Man muss natürlich auch sagen, wenn ich vor Django Unchained, die alten Django-Filme mit Franco Nero, die sind natürlich schon auch super. Ja, Da gibt es schon so ein paar Sachen, die einfach großartig auch vom Atmosphärischen sind. Und dann gibt es noch einen Film, den würde ich jetzt nicht als gut bezeichnen, aber den muss man in Sachen Western immer nennen, das ist Potato Fritz. Potato Fritz. Wo unter anderem der unglaubliche Paul Breitner mitspielt. Okay, und das Hardy, klingt da was und für Hardy, mich. Und Hardy Krüger als Held. War Hardy Krüger, oder? Ja, das war Hardy Krüger. Ja. Sag völlig, mir nichts, muss ich sehen. Völlig abgefahrenes Ding. Okay. Und ist gar nicht so lustig, wie es klingt, aber auf eine gewisse Art trotzdem. Also das macht, mir hat er unglaublich Spaß gemacht. Ich möchte auch noch eine Serienepisode, wenn du schon bei witzigen Sachen bist. A Fistful of Datas.
Aus Star Trek, The Next Generation. Jetzt gibt es ja, Western schon einfach seit wahnsinnig vielen Jahrzehnten. Und da ist es ganz schwierig, diese Jahrzehnte miteinander zu vergleichen. Total. Das sind ganz verschiedene Epochen. Handschriften. Ja, wie gesagt, da hast du ja versucht, die 80er-Filme mit Western zu kombinieren. Und was ich auch mag, ist, wir haben vorher schon gesprochen, No Country for Old Men ist ja auch, es gibt ja viele Filme, die eigentlich funktionieren wie Western. Da ist es ja sogar noch so ein bisschen, das ist ja eigentlich schon, das ist ja wie steht heute quasi. Zu dem Tabubrecher, Brokeback Mountain. Finde ich gut. Auch gut, auch ja. gut, ja. Es ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung. Ist für mich, auch kein Western, aber es ist eine Liebesgeschichte. Ja, genau. Ich fand die Liebesgeschichte, was ist Western per se. Ja. Als Liebesgeschichte fand ich das Ding toll. Und es passt in der Form natürlich perfekt in das Western-Setting rein. Aber ich hätte das jetzt zum Beispiel niemals als Western bezeichnet. Da fehlt mir zu viel Genre-Typisches. Das hat in den 50ern und 60ern, glaube ich, gespielt. Ja. Und jetzt hast du ja gerade diesen neuen Hype mit den Serien wie Yellowstone, 18, Schlag mich tot, welche Nummer, dieses ganze Universum, das Deadwood, da gebaut wird. Deadwood ist auch schon wieder 20 Jahre her, aber Deadwood ist auch so. Wo auch schauspieltechnisch, hast du Harrison Ford, im anderen hast du Kevin Costner, gut, der ist jetzt gerade rausgeschmissen worden aus anderen Gründen, aber hat schon wieder so eine Auferlebung. Halt unheimlich was getan. Die haben halt für die Serien, haben richtig viel Geld und die nehmen das Geld in die Hand und die machen das sowas von aufwendig, weil sie natürlich auch das Zeug natürlich ewig lang verwenden können. Das ist traumhaft. Was als Crossover natürlich auch zählen könnte, bloß in einem komplett anderen Setting, ist Firefly und Serenity. Oh ja. Na, das ist ja eigentlich Western in Space. Naja, mit den ganzen Planeten, wo die dann landen, hat ja viel auch diese Western-Untertöne. Star Trek war ja auch ein Western-Welt da, mit Wagon Train in Space. Also oder, aber nur wenn sie in den Westen vom Weltraum gibt. Oder im westlichen Quadranten. Die glorreichen Sieben, abgeleitet von dem Samurai-Film. Ja. Und High Noon, 12 Uhr mittags, war ja am Anfang gar nicht als Western konzipiert. Das war ja sogar so eine jüdische Geschichte ursprünglich, wo es halt einen Außenseiter gibt und keiner hilft ihm. Also wir sehen Western eigentlich immer noch ein aktuelles Genre, nicht verstaubt. Immer mal wieder so ein paar Tiefen, aber wieder im Kommen und es gibt Highlights, die man unbedingt sehen muss. Ja. So, abschließende Worte. Mit wem fangen wir denn heute an? Ja, ich fand es jetzt nicht schlecht, dass ich den Film gesehen habe, auch wenn er nicht zu meinen Lieblingsfilmen zählen wird. Es war ein Erlebnis. Ich würde mir den vielleicht auch tatsächlich nochmal auf Englisch anschauen, weil, wie gesagt, ich kam auf die Synchronisation mit diesen extremen Western-Stimmen einfach nicht klar. Aber ansonsten finde ich es gut, dass ich ihn gesehen habe und ich freue mich auf den nächsten Film, den wir besprechen. Ich finde deine Ohrringe übrigens faszinierend. Ja, das sind Whiskygläser. Was? Oh, Heiko. Ja, es ist so ein bisschen Western-Kindergarten irgendwie. Ich habe ihn damals 88 gesehen, da hat er mir besser gefallen, als ich ihn heute angeguckt habe. Wenn ich ihn heute das erste Mal angucken würde, würde mir wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen. Und ja, beim Whisky, der eine so lala, der andere überhaupt nicht. Steffen. Braucht kein Mensch, echt gut. Gut, finde dann. Tom, sag auch was. Ich sage, ich habe in der Tüte einen Hinweis drin, was wir das nächste Mal besprechen. Ja, aber willst du jetzt zum heutigen Thema noch was sagen? Doch. Ich gucke nur schon mal rein, weil ich meine Gedanken überlege. Ich muss sagen, ich mag Young Guns weiterhin. Ich mag aber Young Guns 2 mehr als den ersten Teil. Ja, ist spannender. Hat mehr Spaß gemacht, hat einen besseren Soundtrack. Ich mochte den Double Rye bei dem anderen. Sind wir uns einig, dass wir den vielleicht mit einem koffeinhaltigen Kaltgetränk mixen und probieren werden auf Eiswürfel? Das tötet notfalls am besten alles. Nämlich so an Silvester oder sowas. Ja, als und Abschluss. Den trinkt euch niemand weg. Vielleicht mit Aspirin direkt im Anschluss. ansonsten nochmal nachträglich übrigens. Steffen hatte seit der letzten Sendung zwischendrin Geburtstag, ist jetzt alt. Aber noch die 5 vorne, oder? Noch geht's. Oder auch wenn das Gesicht langsam aus entgleitet. Aber oder noch keine 5. Wir werden nicht weiter drüber spekulieren. Schreibt mir, wenn ihr wisst, wie alt ich werde, geworden bin und sein müsste. Ich hab noch eine von diesen DVDs zu Hause. Ich würde sagen, wer den Steffen in den YouTube-Kommentaren das beste Alter zuschustert und das auch noch grandios begründen kann, warum er 59 ist,
gewinnt diese DVD von mir persönlich privat bezahlt. Dann passt nämlich ganz genau mit dem Vergleich Bier-Whisky. Ja. Mit Whisky altert man besser, glaube ich. Ohne dir nahe. Naja, ich trete dir schon wirklich nahe. Es tut mir leid. Es ist einfach so. Wir haben die gleichen Frisuren. Neulich wir haben die gleichen Bärte. Wir haben Brillen. Bei der Disco wieder nach meinem Ausweis gefragt. Ja. Also von daher. Warst du bei der Ü50? Du, die Polizei will von mir auch immer den Führerschein sehen. Die glauben es einfach hast du nicht. Noch einen? Nee. Ab einem gewissen Alter muss man den auch abgeben. Steffen, ich würde dich bitten, da einfach mal reinzufassen und ich möchte dann schätzen, wenn du es rausholst, wird es vermutlich weniger als 3 Sekunden dauern, bis deine Mitstreiter wissen, über welchen Film wir reden. Gott, ich hoffe, das ist kein Loch in der Tasche. Dürfen wir hingucken oder nicht? Ihr dürft hingucken, wenn er es rausholt. Was zur Hölle? Der weiße Hai. Du weißt das jetzt eigentlich auch schon. Lego, der Film. Egal, was ich raushole. Egal, was. Ich nehme mal das Erste. Oh, das fünfte Element. Okay, da freue ich mich schon drauf. Ich bringe nächstes Mal meinen Multipass. Zu Beweis hätte ich noch das dritte Element für dich. Ach komm. So, und ich habe das vierte Element. Das fünfte Element bringen wir beim nächsten Mal mit. Aus welchem 3D-Drucker ist das denn gekommen? Bei mir im Geschäft hat der liebe Achim hat 2 3D-Drucker und der hat das ganz schnell für mich gemacht. Cool. Ja, und du hattest keine Zeit zum Engraten. Ja. Nein. Sehr geil. Und Sam wird sie noch bemalen. Ich habe übrigens Feuer. Du hast Wind. Das könnte genau. Wasser sein. Du hast Wasser, dann hast du Erde. Genau. Aha. Und wo cool. ist Lilo Dallas Multipass? Und du kommst nächstes Mal im Kostüm. Du wirst lachen. Tut sich nichts. Ich glaube, meins ist kaputt. Warum cool. krieg ich das kaputte? Ist das ein Smartphone? Wir fangen schon an. Geh nach Hause telefonieren. Ja, ich höre dich, aber das hat nichts mit dem Ding am Ohr zu tun. Nee, was? Ich glaube, wir sollten aufhören. In diesem Sinne. Ja. Viel Spaß, bleibt uns gewogen, genau. Bleibt gesund. Passt auf den Bis Finger zum nächsten auf. Mal. Bis neulich. Genau. Das fünfte Element. Schmeißt nicht mit Steinen. Ciao. Ciao.